So, wir wissen also, dass Tessa wirklich hier war, und das haben wir auch erfahren, dass Liori wohl mal ein Jägerinnen-Schützling war. Bei ihren Eltern, die wohl bei einer Mission ums Leben gekommen sind. Und jetzt sind wir hier im Innen und können nochmal mit den verschiedenen Leuten reden, wie es scheint. Machen wir das auch, vielleicht erfahren wir noch ein bisschen mehr über die einzelnen Leute. Ja, komm, geh mal auch von rechts nach links, weil links ist dann das Speicherding. Aber erstmal reden wir mit ihr. Wenn du schlafen gehen möchtest, geh einfach zur Speicherstelle. Vor dem Schlafen gehen solltest du immer speichern. Wie, du findest, ich rede wirres Zeug? Wie herrlich, solche Vermischungen von wegen, ja, wissen sie erst, ob es ein Spiel ist oder nicht? Was, ich rede wirres Zeug? Bücher. IS. Ichitaka gibt nicht auf. Okay. Sagt mir jetzt nichts. Schon wieder diese hässlichen grünen Kommoden, bla. Juri, was mit deinen Eltern, tut mir wirklich leid, ne? Carlos, nur weil du nun über meine Vergangenheit Bescheid weißt, heißt das nicht, dass du dich damit belasten sollst. Das ist meine Geschichte. Ich bin sicher, jeder in unserer Gruppe hat seine Geheimnisse, die ihn vorantreiben. Wenn du dir die Probleme aller aufbürdest, wird die Last irgendwann deinen Geist zerschmettern. Habe ich ihn jetzt überfordert? Aber ich weiß dein Mitgefühl zu schätzen. Hey, dafür sind Freunde doch da. Ich freue mich schon darauf, die Ruinen zu untersuchen. Du liebst wohl Abenteuer, was? Ja, deshalb gefiel mir der Job bei den Jägern so sehr. Was hätte mich nicht dort alles an meine Eltern erinnert, wäre ich sicher heute noch bei ihnen. Dann waren du und Minerva also früher Kolleginnen. Kanntest du Tessa auch schon? Nein, Tessa hat wohl erst nach meiner Zeit beim Imperium angefangen. Oder ich bin ja nie über den Weg gelaufen. Aber Minerva sei ständig. Sie hing bei Marvia rum. Ich habe schon damals bemerkt, dass irgendetwas mit ihr nicht stimmt. Aber als ich sie dann mit euch zusammen in Taiko wieder gesehen habe, war ich mir sicher. Was soll denn mit ihr nicht stimmen? Fühlst du dich in ihrer Gegenwart nicht seltsam? Und da ist noch etwas. Sie hat sich kein bisschen verändert, seitdem ich sie das letzte Mal gesehen habe. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, sie altert nicht. Ach was, das bildest du dir doch nur ein. Jeder Mensch wird älter. Man sieht es ihr vielleicht nicht einfach nur nicht so direkt an. Ja, wahrscheinlich hast du recht. Was zum... Dieses Spiel ist so genial gemacht, Leute. Schon wieder so eine mini kleine Info, wo man einfach mehr erfahren will und Vermutungen ausstellen kann oder beides. Ach du Schande, wie genial. Und wenn uns ein Monster des Lichtelements angreift, was kann ich dagegen einsetzen? Hey Nami, was machst du da? Oh Carlos, tut mir leid, ich war in Gedanken. Ich plane gerade wieder ein paar Notfallstrategien, falls etwas bei der Befreiungsaktion schief gehen sollte. Ach ja, verstehe. Vielen Dank für deine Hilfe. Ohne dein strategisches Geschick wären wir ziemlich aufgeschmissen. Carlos? Du willst mit dem Tayo die Opfer des Absturzes der Insel Seal ins Leben zurückholen? Ja, ich werde alles Nötige tun, um dieses Ereignis ungeschehen zu machen. Weißt du... Was hast du? Nein, es ist nichts. Ich kann es ihm nicht sagen. Ich kann einfach nicht. Seine Stärke rührt von seinem Glauben daran, dass alles wieder gut werden wird. Ohne diese Aufgabe, wer weiß, was ohne sie mit ihm geschehen würde. Wahrscheinlich würde es seinen Geist zerschmettern. Oh, Carina, warum hast du das nur getan? Was zum... Mit dem Tayo ist sowas möglich? Hey, warum sollte ich dich anlügen? Du hast selbst seine Macht miterlebt. Mit dem Tayo kannst du all dies wieder rückgängig machen. Du kannst sie alle wieder ins Leben zurückrufen. Ja. Pupuri, es ist gut, dass du mir all das erzählt hast. Jedoch konnte ich die Wahrheit genauso wenig sagen wie du.
es ist natürlich wirklich nicht gerade angenehm. Und als Spieler weißt du das natürlich alles. Du weißt die ganzen Zusammenhänge, die manchen Charakteren halt verborgen sind. Und das ist natürlich schon ziemlich interessant, aber man kann sie dann auch nachvollziehen, die einzelnen Figuren, weil man eben weiß, was sie wissen und nicht wissen. Sehr interessant, sehr interessant. Ja. So. Tessa untersucht sicher schon die Ruinen. Du bist Tessa untergeordnet, oder? Ja, ich bin ihr Schützling. Schützling, hm? Welche Klasse ist denn Tessa? Tessa ist Klasse A. Klasse A? Nach Niyokos Buch über das Klassensystem ist das ein unheimlich hoher Rang. Ja, nur Tessa und Mina sind Klasse A Jägerinnen. Ich hätte nicht gedacht, dass du so viel schwächer bist als Tessa. Verstehe mich nicht falsch, aber in meinen Augen seid ihr gleich stark. Nein. Du meinst, Tessa ist noch stärker als du? Doch stärker als du. Es ehrt dich, so etwas zu sagen, aber... Ich habe die Prüfung abgelehnt. Ich will keinen Rang. Wieso nicht? Ich will bei Tessa sein. Verstehe. Wenn du nicht mehr ihr Schützling bist, musst du alleine oder mit anderen Jägerinnen Aufträge erfüllen. Sie akzeptierte mich. Von Anfang an. So wie ich bin. So wie du bist? Aber was ist denn an dir anders als an anderen Leuten? Carlas. Vielen Dank. Das verstehe ich nicht. Was soll an meinem Namen anders sein? Bin ich der Einzige, der nichts Besonderes an ihr bemerkt? Ja, die Liuri hatte auch irgendwas erwähnt. Was zum... Und auch Minerva hat ja irgendwie gesagt, sie und die Colette, die dürfen sich nicht treffen. Was ist nun mit dir los, Minerva? Was soll ich nun mit dir machen? Hier liegen eine Menge Mangas auf dem Boden verstreut. Bücher. Fullmetal Alchemist! Das ist auch nicht übel. Ja. Da kommt vielleicht auch die Idee her mit diesem Wiederbeleben, aber das geht nicht mal damit. Ja, es erinnert mich doch stark ein bisschen stark an Fullmetal Alchemist, eine Geschichte mit dem geliebten Menschen wiederbeleben. Nun gut. Hoffentlich finden wir morgen einen Tayo-Splitter. Denk an dein Versprechen, wenn wir den nächsten Splitter haben, verrätst du uns, was wir gegen diese nicht enden wollende Nacht tun können. Da machst du dir Gedanken drüber? Dann sei mal unbesorgt, Karina hat alles unter Kontrolle. Wie du meinst. Aber da wäre noch eine Sache, die mich interessieren würde. Erinnerst du dich noch an unser erstes Treffen in Seal? Huch, geh nicht so nah an den Abgrund, die Barriere ist schwächer geworden. Ja? Hey, was ist los? Habe ich dich erschreckt? Nein. Hey, Moment mal. Ich glaube, ich sehe dich heute zum ersten Mal. Das bildest du dir nur ein. Ich bin's doch, Karina. Karina? Ich bin Carlas. Nett, dich kennenzulernen, aber... Verdammt. Naja, du solltest schnell nach Hause gehen. Es ist gefährlich, solange sich hier draußen ein Dämon rumtreibt. Dämon? So sagt es Kerebos. Was? Kero? Das heißt Kerebos. Sei unserem König gegenüber nicht so respektlos. König? Bring mich zu ihm. Sofort! Du hast mir bis heute nicht verraten, was genau du in Seal wolltest, geschweige denn, wie du dort hochgekommen bist. Carlas, manchmal bist du gar nicht so blöd, wie du aussiehst. Ja, ich weiß, ich bin schon ziemlich schlau. Das war kein Kompliment. Wie dem auch sei, erinnerst du dich an den Fluch, der auf mir liegt? Der Fluch verhindert, dass du deinem Geliebten begegnen kannst, richtig? Genau.
um nicht unten auf der Erde ungewollt weiteren Schaden anzurichten, beschloss ich, mich auf die fliegende Insel zurückzuziehen. Ich hoffte, dass weitere Katastrophen wie damals das große Feuer verhindern zu können. Und kurz darauf stürzte ich sie ab. Ja, manchmal denke ich, das Recht, ein normales Leben zu führen, wurde mir vor langer Zeit bereits entzogen. Das ist schon ganz schön harter Tobak, aber es macht Sinn. Sie hat ja schon mal irgendwie was in die Richtung gesagt, dass sie keinen Schaden anrichten will mit ihrem Flug. Aber wenn seine Art sie ihren Geliebten erinnert, dann ja, es ist kein Wunder, dass die Insel abstürzte. Wie gesagt, ich habe ja am Ende vom letzten Part die Vermutungen von mir dazu schon erläutert. Was haben wir hier stehen? Nichts. Und natürlich Oskio-Holz, also nicht die hässlichen Grünen, okay, dann halt nicht. Xelia, sag an. Yuri ist also eine ehemalige Jägerin des Imperiums? Ja. Hast du Probleme damit? Oh, Carlas, ich hab dich gar nicht gesehen. Nein, natürlich nicht. Wir aus Glacia liegen so weit entfernt von der Hauptstadt. Wir bekommen sowas sowieso nicht viel mit von dem, was das Imperium so macht. Verstehe. Habt ihr denn keinen Kontakt zur Außenwelt? Nein, wir verlassen das Dorf nur sehr selten. Es wird von einem großen Wald und der südlichen Taiko-Ebene vom Rest der Welt abgegrenzt. Isoliert vom Rest der Welt. Genau wie Seal. Seal? Die Insel, die lange Zeit über das Sombre-Gebirge schwebte? Genau. Was weißt du denn alles über Seal, abgesehen von dem, was ich dir erzählt habe? Eigentlich weiß ich so gut wie gar nichts darüber, außer dass ich so lange ich mich erinnern kann, über dem Gebirge schwebte. Ich habe die Insel oft beobachtet und mich gefragt, wer wohl dort leben mag. Sicher seltsam für die Leute hier unten, eine Insel in der Luft schweben zu sehen. Oh nein, die meisten Menschen hatten keine Ahnung, nur wenige konnten sie sehen. Hä? Wie meinst du das? Wie? Das weißt du nicht? Sie wurde von einer mächtigen Barriere umgeben, die sich wie ein Chamäleon der Umgebung angepasst hat. Deshalb waren es nur Menschen mit ausgeprägten magischen Fähigkeiten möglich, sie zu sehen. Es schien fast so, als ob sich Seal versuchen würde, vom Rest der Welt zu verstecken. Wieso sollte Seal sich verstecken wollen? Oder besser, wovor? Ich hatte gehofft, das könntest du mir verraten. Immerhin bist du aus Seal. Oh, so leid es mir tut. Ich bin auch ratlos. Wie schade. Aber eines Tages werden wir das Rätsel schon lüften. Ja. Ja, da bin ich auch mal gespannt. Info. Oh, die Wüste war ganz schön anstrengend. Du bist es nicht gewohnt, durch so heiße Gebiete zu wandern, oder? Ja, in Glacia herrscht ewiger Winter. Ewiger Winter? Du meinst, der Schnee taut nicht mehr im Sommer weg? Ganz genau. Es ist, als ob immer Winter wäre. Man kann jeden Tag eine Schneeballschlacht anzetteln. Dann ist es doch nichts Besonderes mehr. Aber was mich interessieren würde... Warum ist es immer Winter bei euch? Glacia liegt doch südlich der Taiko-Ebenen, oder? Ja, sehr weit südlich sogar. Müsste es dann nicht eigentlich bei euch sehr warm sein? Also den genauen Grund weiß ich jetzt auch nicht. Da hat bei uns im Dorf jeder seine eigene Meinung dazu. Die einen meinen, es hängt mit dem Gebirge hinter Glacia zusammen. Die anderen glauben an den Fluch des Eistempels. Und einige Leute sagen auch, es wäre die Strafe der Göttin. Eistempel, Gebirge, Strafe der Göttin? Das sind aber ziemlich unterschiedliche Ansichten. Was glaubst du denn, woran es liegt? Ehrlich gesagt habe ich mir da noch nie wirklich Gedanken darüber gemacht. Verstehe. Vielleicht finden wir es heraus, wenn wir in Glacia sind. Carina möchte ja unbedingt den Taiosplitter bergen. Ja, lass es uns gemeinsam herausfinden. Ja, das werden wir definitiv machen. Aber jetzt erstmal speichern. Habe ich mich mit den anderen ausreichend unterhalten? Ich sollte wirklich mit allen reden. Ich, hä?
Kommt die Meldung immer oder habe ich hier jemanden vergessen? Die beiden habe ich. Und hier drüben ist ja leer. Ja. Dann gibt's draußen noch was? Ich sollte nicht alleine rausgehen. Immerhin wollen wir hier übernachten. Ja, doch in dem Fall habe ich mich dann ausreichend mit allen anderen unterhalten, ne? Aber schön, dass das Spiel einen Hinweis gibt, von wegen, red mal mit denen. Es gäbe Hinweise oder Infos, die du verpassen könntest. Ja, ich geschlafen. Na, Spielstand 15 waren wir schon, dann gehen wir wieder auf die 1 zurück. Ihr kennt das ja. So. Ja. Nein, nicht schon wieder. Dieser Traum. Warum? Warum hast du mich so? Du? Wieso bist du hier draußen? Schnell, versteck dich, bevor sie dich finden. Nein! Oh mein Gott, nein! Wieso? Was tust du? Minerva? Oh nein, wieso? Wie oft sagte ich dir, verlass nie die Höhle. Wir sind alle verloren. Nein, nicht Minako. Minako! Oh nein, eine Sackgasse. Minerva, schnell hier entlang. Warum tust du das? Ich korrigiere den Fehler. Minerva? Mach auf, Minerva. Finde mich. Du bist nicht alleine. Wer bist du? Ich bin die, die dich am besten kennt. Denn ich bin genau wie du. Was zum... Teil 3. Die Kinder der Göttin. Puh. Oh, das war jetzt auf den Kopfhörern schon ein bisschen grässlich, das Geräusch. Verstehe. Tessa ist bereits gestern zu den Ruinen. Sag mal, geht's dir nicht gut? Du bist so blass. Ich hatte nur einen schlechten Traum. Hm? Na schön. Wegen Tessa, ich hoffe, sie kommt auf dem Rückweg nochmal hier vorbei. Marvia hat mir schwere Munition zukommen lassen. Die sollte ich ihr geben, bevor sie die Ruinen untersucht. Sie war aber so schnell wieder weg, da habe ich das ganz vergessen. Waffen. Darf ich mal sehen? Klar, hier. Das ist ein Raketenwerfer. Und hier, das sind hochexplosive TR-3M-Raketen. Damit könnte sie ganze Städte in die Luft jagen. Scheint, als ob Marvia etwas zu gut mit ihr gemeint hat. Vielleicht ist es ganz gut, dass ich es vergessen habe, ihr zu geben. Liuri? Hm? Was gibt's? Hab nur ich das heute Nacht gehört oder bist du auch von diesem Schrei wach geworden? Schrei? Du versuchst mir Angst zu machen, oder? Nee, eigentlich nicht. Also ich hab nichts mitbekommen. Wenn ich so schnarchen würde wie du, hätte ich den Schrei auch nicht mitbekommen. Hast du was gesagt? Nein, nein, ich hab nichts gesagt. Schlafmonster. Also ich habe den Schrei auch gehört. Ich ebenfalls. Aber ob der wirklich von einem Menschen kam? Ich habe noch nie jemanden in so einer hohen Tonlage schreien gehört. Vielleicht handelt es sich um einen verfluchten Geist oder so. Könnte es sich um einen Spirit handeln? Daran habe ich auch schon gedacht, aber ich wüsste nicht, welcher Spirit so schreien könnte. Also gehen wir die Ruinen untersuchen. Ohne die geringste Ahnung, was uns erwartet. So unvorbereitet.
Guten Morgen. Guten Morgen, du Schlafmütze. So, da wir nun vollständig sind, kann es ja endlich losgehen. Hey, Biola, ist Mina schon da? In diesen Ruinen laufen unglaublich starke Monster rum. Dort alleine rein zu. Tessa. Oh, hey, Minerva. Bist du gekommen, um mich zu unterstützen? Ich erfülle Marvias Mission, damit ich sie sehen darf. Das Mädchen aus deinen Träumen, hm? Ja. Ich bin mir sicher, du wirst ihr irgendwann begegnen. Hier. Nu, ist das nicht ein Raketenwerfer und T3M-Munition? Und diese blauen Raketen habe ich auch schon mal gesehen. Marvia hat es für dich hier gelassen. Na schön, der hat gut ausgerüstet, kann ich direkt wieder losziehen. Wir kommen mit, die Ruinen untersuchen. Wegen mir gehen wir alle zusammen. Tessa hat sich als Gastcharakter der Gruppe angeschlossen. Tessa erlernt T3M, Shooter und Drone. Ja, Mensch, gut. Aber ich würde sagen, damit war's das auch erstmal für diesen Part. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet wieder Spaß an diesem Part. Über einen Kommentar oder eine Bewertung würde ich mich natürlich sehr freuen. Und wenn wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen, wenn es wieder heißt Let's Play Moonlight Sun. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Leute!